Yo, jetzt, weiter ja. geht's mit ja, Daisy. Wummel, hier, jetzt komm her, gib mir die Muni. Ja, warte, komm runter. Ich schau mich hier nochmal um. Ja, nichts, komm runter. Hier oben liegt noch meine Pumpgun. Warte, hier haben wir noch eine Banane. Alter. Nee, die Banane ist one. Ich wollte nur gucken. Ich komme ja. Übrigens, die Banane, die dort neben der Waffe rumliegt, die war auch, glaube ich, pristin. Also gut. Du hast übrigens deine Double Rifle gedroppt. Nee, die habe ich noch in meiner Hand. Hä, hier oben liegt noch eine. Ich weiß, das meinte ich ja. Das hier war ja die Double Rifle und die andere Sniper, habe ich dir ja gesagt. Ja, wo ist die andere Sniper jetzt? Die hast du vermutlich jetzt im Inventar oder so ausgerüstet. Die Shotgun liegt da hier. Ach, okay, ich schmeiß dir jetzt die 8 Schuss raus. Mhm. Die liegen da jetzt, genau da. Ja, ich hab sie. Im Fuß, okay. So, ich versuche jetzt mal. Ja, boah, ich kann die nachladen. Sauber. Dann nehme ich, glaube ich, lieber die, ne? Weil für die Shotgun habe ich nicht ganz so viel Schuss. Wir brauchen dringend einen neuen Rucksack, einen größeren. Soll ich die jetzt nehmen? Ja, ne? Ja. Okay, sehr gut, danke. Okay, komm runter, lass uns noch unten noch mal ein bisschen ansehen. Also die kann ich ja nicht irgendwie hier. Die Shotgun, alter Mann, ich will die haben. Noch zusätzlich. Dann nimm die mit, vielleicht kann ich ja irgendetwas von dir noch mitnehmen in meinen Rucksack. Ne, geht ja nicht. Warum nicht? Philipp, es geht nicht, ganz einfach. Wie viel Platz braucht man für die Shotgun? So eine Leiste voll, ne? Man kann nur eine Waffe mitnehmen, glaube ich. Nein, man kann auch welche nicht ins Inventar tun. Sicher? Ja. Es muss gehen. Mal sehen. Die Weapon Flashlight schmeiß ich mal weg, die braucht man nicht. So, und dann müsste ich nochmal. Die können auch weg. Warte mal. So, dann machen wir das hier hin. Boah, muss ich jetzt gerade Platz schaffen. Und auch so, dass es passt. So, und jetzt probiere ich nochmal aus, ob ich die da reinziehen kann. Ah, ne, warte. Shotgun. Ne, der eine stört hier noch. Warte, dann gebe ich dir mal. Oder ne, warte, die UX hier kann ich auch nochmal wegschmeißen. Dann tue ich das dahin und müsste. Dann die Shotgun. Wo ist sie? Da ist sie. So, wenn ich hier runter Dings. Ne, scheiße. Geht nicht. Ja, man kann nur eine Waffe immer mitnehmen, deswegen sag ich ja. Ey, das ist ja scheiße. Junge. Egal, ich nehme lieber die Mosin mit. Jo. Dann lassen wir die Shotgun hier, leider. Kann ja sein, dass wir irgendwie einen großen Rucksack brauchen, um noch eine Knarre mitzunehmen. Aber egal, dann haben wir jetzt beide erstmal eine Waffe und ich schau schon wieder einen Zombie. Ich hab die Shotgun jetzt in der Hand, ich kann die noch in der Hand so mitnehmen. Sauber, mach! Ja, aber da kann ich nichts anderes auswählen, ne? Ja, aber ich kann damit schießen. Ne, dann behalte die erstmal noch so. Vielleicht finden wir ja irgendeine Variante, die sonst noch mitzunehmen. Ja. Und wenn nicht, kannst du ja beim nächsten Zombie mit der ballern. Übrigens, in diesem großen Krankenhaus oder so habe ich jetzt alles abgesucht. Hä, warum hat er die jetzt nicht nachgeladen? Ist der doof? Ah, dann ist das wieder am Backen. Ganz sicher. Lass mal wieder raus. Ja, ja, ich warte schon hier draußen. Guck, ich hab die jetzt hier so in der Hand. Ich weiß, hab ich gerade schon. Warte, ich probier mal aus, wenn ich jetzt den Basie nehme. Ja, du kannst die weglegen. Ah ne, du schmeißt sie dann trotzdem aus dem Boden, auf dem Boden. Naja, egal. Ich nehme mal trotzdem die Shotgun-Munition mit. Ja klar, nimm die mal mit. Ey, jetzt hast du die wieder aufgenommen. Ja, ja, nimm du die Shotgun-Munition da mal mit. Und schmeiß die dann. Ja, ich hab die Shotgun-Munition nicht. Du hast die Waffe aufgenommen, bevor ich die Shotgun-Munition nehmen konnte. So, ja, dann komm, lass weiter. Oder warte, lass mal hier vorne noch in den Haus. Ja, okay.
Übrigens, nur zur Warnung, wenn ich irgendeiner irgendwie einmal oder so auf mich schießt und trifft, dann bin ich weg. Ja. Ich bin ja nämlich heftig verwundet. Jawohl, jetzt haben wir beide noch eine schöne Waffe. Jawohl. Ja, hier ist nichts drin. Kann sein, dass man irgendwie so ein extra Holster oder so braucht. Um dann irgendwie eine Zweitwaffe zu haben. Okay, komm, lass weiterlaufen. Warte mal. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Ja, Junge, ich will alles mal wieder klar sehen. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Mach. Und dann legt er wieder die Mosin weg. Ach, ich schmeiß den Kompass mal weg, den brauche ich nicht. Warum man die Knarre nicht einfach so ins normale Inventar legen kann, so wie die Pumpgun. Ich hab die Knarre in meinem Rucksack. Nein, ich meine nicht so wie die Pumpgun, sondern so wie Dingens. Den Basie oder die Axt. Genau. Man kann die normale Knarre da reinlegen. Ich habe ja meine normale Knarre auch da drin. Eine normale Knarre, aber nicht so eine Shotgun. Ja, ja. Das müsste gehen, aber ich glaube, wir haben dafür einen zu kleinen Rucksack. Ich glaube, in den Rucksack, in den wir haben, kann man die Sachen nicht reintun, weil der zu klein ist. Naja, ich nehme die erstmal mit. Komm. Jo, warte. Ich mache noch so gut. Warte, ich muss die... ich leg die Feueraxt, die Axt weg. Ich komme. Jawohl. Er ist erstmal fett ausgerüstet hier weiter. Ich hoffe nur, dass sich das irgendwann mal bessert hier. Weil sonst bin ich wirklich nach einem Treffer irgendwie weg. Kann man da hinten reinlaufen? Warte mal. Ich muss das da noch weglegen. So. Geh du mal da hinten in diese großen Gebäude rein. Ich guck mal hier hinten. In diesem großen... Wir treffen uns wieder auf der Hauptstraße hier, kurz vor der Fabrik. Ok. Ich hab die Shotgun ausgerüstet. Jawohl. Das Geile ist, bei der Mosin, da kann ich direkt mehrere Schüsse reinmachen. Ja, ja. Oh, jetzt glaube ich eine Schule oder sowas. Das wäre jetzt wirklich super badass, wenn ich hier jetzt eine M4 finde. Dann lasse ich die Sniper da, gib dir die Munition. Ey, da ist ein Zombie, die knall ich jetzt eiskalt mal mit der Pumpgun ab, damit alle sehen, wie es aussieht. Mach. Ich sehe es dann später im Let's Play. Oh. Junge, Hauptsache Watten. Hauptsache, das heißt Watten Orange und sie ist Pristine. So. Was haben wir hier? Water Purification. Ey, da kommt der nächste Zombie. Jetzt kann ich auch gleich die ganze Munition wegknallen. Was ist das? Handline Bag? Nee, ist badly damaged. Was haben wir hier? Ein Stuhl. Okay. Warte, ich will mal eben kurz was gucken. So, mach mal. Ah, jetzt hat die keine Munition mehr. Eigentlich fände ich, weißt du, was ich geil fände an dem Spiel, also was man noch verbessern könnte? Was? Irgendwie, wenn Türen zu sind, dass man dann irgendwie mit der Axt so reinhauen kann und die dann aufbrechen kann. Ja. Das wäre mal richtig nice. Okay, ich habe nur noch einen Schuss, leider. Wovon? Ja, von der Shotgun. Ich musste ja gerade welche töten. Ok. Egal. Egal, dann pfefferst du in den nächsten Zombie einfach rein, dann können wir die dort irgendwo liegen lassen. Ja, außer ich finde halt wieder neue. Ja, ja, aber... Ich kann die ja zu lange einfach in die Hand nehmen. Könntest du so lange machen, ja. Ich bin hier gerade an so einer großen Fabrik, aber ich komme da nicht rein, leider. Hier ist eine Vitaminflasche. Ich nehme mal die Vitamine mit. Ich bin gerade an dieser Riesenfabrik, weißt du, wo ich meine? Die man so von weit weg schon sieht. Ja, ja. Ich bin in einem Krankenhaus. Kommt man leider nicht rein. Ich bin hier in einem Krankenhaus drin. Wenn man hier rein könnte, die ist riesengroß. Findet man sicherlich was. Was haben wir denn da? Ein First Aid Kit! Woll. Hier ist alles badly damaged, außer das Bloodstalker-Kit. Das nehme ich mal mit.
Junge, da unten hat mich schon wieder ein neuer Zombie gesehen. Leck mich doch. Ich überprüfe immer alle Früchte, die nicht doch gut sind. Warte, da kletter ich nicht hoch. Davor habe ich viel zu viel Schiss. Nachher glitsche ich da runter und fall runter. Wo? Junge, man kann hier überall hochklettern. Hey, jetzt rennen mir da die ganzen Zombies hinterher. Ich renne einfach weg. Scheiß auf die Fabrik. Sauber, ich habe Antibiotikum. Ich habe eine Säge. Noch ein Motorradhelm. Hast du gehört, ich habe Antibiotikum. Jawohl, das ist gut. Wow. Nein. Oh, stirb einfach. Bam. Naja, die ist ja jetzt leer. Scheiße. Scheiße, Alter, mir rennen drei Zombies hinterher. Lauf auf der Hauptstraße weiter geradeaus entlang, dann bin ich da. Und schnapp sie mir. Siehst du mich? Noch nicht. Ich bin auf der Hauptstraße. Hey, Junge, ne? Ich laufe ja gerade erst dahin. Ja, okay. Ich habe ja leider sehr wenig Muni. Du müsstest ja eigentlich auch noch mehr Muni für deine für dein Gewehr haben. Nein, ich habe jetzt auch nur 8 Schuss. Ah, okay, ich sehe dich. Ich sehe aber noch keine, ich sehe keine Zombies hinter dir. Habe ich die abgehängt? Scheint so. Nö, die laufen da immer noch rum. Okay, komm, lass jetzt einfach weitergehen. Ich leg die Knarre jetzt einfach ab. Ciao, Pumpgun. Scheiße. Wäre endgeil, wenn man dann so eine Pumpgun und dann auch noch einen Sniper hätte. Und da ist der Zombie. Ja? Der Zombie kommt immer näher, ja. Und der zweite ist auch da. Soll ich die mit der Sniper umnieten? Ja, mach mal, sonst rennen die mir noch 10 Jahre hinterher. Nee, ich nehme die Axt. Ich nehme die Axt, ist besser. Ich brauche auch mal die nicht, die scheiß Axt. Nimm du, warte hier in der Nähe, dann sind die immer noch auf dich fixiert. Und greifen mich nicht an. Mach es doch jetzt. Der erste, da kommt der zweite Kamerad. Oh shit, ist der. Jawohl. Weggesnatchtet. Ich komme. Warst du schon in diesem Hochhaus? Nee, aber ich war da ganz rechts in diesem Krankenhaus. Da geh hab du ich mal auch hier rechts und ich gehe hier das. Ja, okay. Schön vorsichtig mit der Axt ausgerüstet. Laufen hier durch die Stadt im Schatten von Tscherno. Meine Toilette. Junge, wir laufen hier durch die Stadt im Schatten von Tscherno. Meine Toilette. Jawohl. Ist doch so. Dass wir nicht pissen müssen. Hier liegt ein Pflock. Warum kann ich den Pflock nicht aufheben? So, jetzt nach dem neuen Update gibt's hier so auch Vampire, man braucht Pflöcke, um die kalt zu machen. Pflöckes. Junge, wie viele Zimmer es hier gibt. Ich glaube, hier war schon jemand. Bei mir ist alles offen. Oder das ist generell alles offen, ich weiß es nicht. Ja, hier, bei mir ist auch alles offen. Vielleicht war ja schon jemand. Das wäre ungut. Ich habe gerade irgendwas gehört. Du, ah, wieder. Ein Zombie. Nee, ist ein Zombie, Gleich gehen wir dann mal in die ganz großen Hochhäuser. Jo, ich bin wieder auf der Straße draußen, ne? Ja, Junge, bist du überhaupt schon die Treppen hochgelaufen? Ja. Auch schon, Alter, ich habe immer noch nicht alle Zimmer durch. Junge, wie kann ich machen, dass er die Axt nicht... Nee, dich, siehst du mich? Oben? Ja, hier im Fenster. Ja. Wie kann ich machen, dass er die Axt nicht mehr so komisch hält? Auf Leertaste. Ah, stimmt. Okay, dann kommen wir gleich runter. Solange nehme ich mal hier jetzt in dem Krankenhaus nochmal Antibiotika. Mach.
Ja, und die Folge ist vor Ende. Ciao, danke fürs Zusehen bei Let's Play. Wow, ich glitch hier gerade runter. Der Sieg. Ja, super. Super Ende für eine Folge. Ciao, Leute.